Das Beste kommt zum Schluss. Mit dieser Aussage habe ich mir die Latte angesichts meiner umfangreichen Aktivitäten mit der Husqvarna Norden 901 selber hochgelegt. Aber wenn ihr wissen wollt, was zum Abschluss meines Langzeittests noch alles so geplant ist, dann schaut euch das Video an. Grüß euch Freunde bei Wolfsbike und Tour.tv. Seit Februar 2022 läuft mittlerweile schon mein Langzeittest der Husqvarna Norden 901 und ich habe mittlerweile schon ziemlich genau 49.000 Kilometer damit abgespult, 30.000 mit dem Standardmodell und 19.000 und ein paar zerquetschte mit der Expedition. Der Abschluss und wie ich finde Höhepunkt dieses Intensivtests steht aber noch an und wenn ich mir meine bisherigen Aktivitäten so anschaue, dann lege ich mir mit dieser Aussage die Latte schon ziemlich hoch. Neben meinen täglichen Wegen haben mich die beiden Norden-Modelle auch auf einigen Reisen begleitet. Mit der Standard-Norden waren die Mel und ich in Skandinavien, also Schweden, Norwegen, Finnland, Baltikum. Dann bin ich mit dem Karim zusammen über die Westalpen zu den Pyrenäen gefahren, dort den ACT Pyrenäen und dann wieder mit der Mail, mit der besten Sozia, wo es gibt, nach Griechenland, Bulgarien und Rumänien. Und mit der Expedition konnte ich zusammen mit dem Wilfried letzten Herbst vorab, noch vor der Veröffentlichung, den ACT Kroatien fahren. Und zuletzt hat es dann auch noch die Mel und mich nach Sardinien gebracht, Rückweg dann über den Gardasee. Also ihr seht, da waren schon einige lauernde Reisen dabei. Das zu toppen wird nicht einfach, aber ich habe mir es zumindest vorgenommen. Nach der Albanien-Tour Anfang September, wo wir den Wiederaufbau des abgebrannten Hotels der Familie Guri in Tet feiern und die ich mit einer Ducati Desert X bestreiten werde, geht es unmittelbar weiter mit der Expedition auf eine sechswöchige Kaukasus-Tour. Die werde ich alleine fahren. In erster Linie geht es dann nach Georgien, in die hohen Berge, wenn es die Witterung im Spätherbst noch zulässt. Anfang November geht es dann über die Eikma in Mailand für ein paar Tage nach Hause, ehe ich dann von 18. bis 22. November an der Europapremiere des Husqvarna Trek im Raum Granada in Südspanien teilnehmen werde. Vergleichbar mit der KTM Adventure Rally ist der Husqvarna Trek ein mehrtägiges Motorradabenteuer, exklusiv für Besitzer einer Norden 901, einer Norden 901 Expedition, einer 701 Enduro oder einer 701 Enduro LR, inklusive Unterkunft, Verpflegung, Gepäcktransport, voller Werksunterstützung, also technischen Support für die Motorräder am Abend, kostet das ganze Paket 1990 Euro. Insgesamt gibt es 70 Plätze. Den Link zur Anmeldung schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Auch auf meiner Website, in meinem Blog findet ihr Infos dazu. Und wer so wie ich auf Achse anreisen wird, der könnte sich, wenn er will, auch mir anschließen. Also Österreicher gleich vom Wegfahren, Deutsche oder Schweizer von unterwegs. Das müsste man sich dann ausmachen. Anmeldungen dazu bitte direkt per Mail an mich. Ich blende euch die E-Mail-Adresse unten ein. Und schreibe es auch in die Videobeschreibung mit dem Kennwort Husqvarna Trek. Das ist natürlich gratis. Ich bin überzeugt, dass diese Veranstaltung, wo auch der Linden Boskit dabei ist, ein Riesenspaß wird. Wie Husqvarna auf der Website schreibt, der Once in a Lifetime Adventure mit richtig tollen Strecken. Also ich war zum einen schon im Raum Granada und zum anderen habe ich da Fotos gesehen, was die da für Strecken gescoutet haben. Das ist wirklich einmalig. Also tolle Offroad-Strecken. Auf das bin ich schon richtig gespannt. Sodala, jetzt wisst ihr, was ich noch alles vorhabe mit der Husqvarna Norden 901 Expedition, bevor ich sie schweren Herzens zurückbringen werde. Wenn euch meine Pläne taugen, dann lasst mal einen Daumen hoch da, schreibt in den Kommentaren euren Senf dazu, speziell dann, wenn ihr auch einen Gusto auf den Husqvarna Trek bekommen habt. Ganz egal, ob ihr mit mir zusammen auf Achse anreisen wollt oder die Motorräder lieber per Bus oder Hänger nach Südspanien transportiert. Würde mich interessieren und ganz, ganz wichtig, hört mal noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Ja, nicht nur den Kanal abonnieren, sondern auch die Glocke aktivieren, damit ihr meine Videos nicht mehr versäumt. Es wird von der sechswöchigen Kaukasus-Tour auch regelmäßig Wasserstandsmeldungen auf YouTube geben, wenn es die Internetverbindung zulässt. Und bis dahin gibt es sowieso noch einige neue Videos auf meinem Kanal. Kein Problem.
jetzt ein Reisebericht? Ja, es ist eine Vorschau auf eine Reise. Also, wo geht's hin? Nach Georgien, also Kaukasus, Türkei, der Kaukasus, alles mit dem Motorrad. Wirklich? Ja. Ja. Bei der Hitze. Nein, bei der Hitze eh nicht, das wird im September. Das, also, ach so, ja, genau. Ja. Und vor allem dort gibt es Berge bis zu 4.000, 5.000 Meter Höhe, also da wird es eher, da wird's eher so andere extrem werden. Okay. Oh, na, alles Gute. Danke und schönen Tag.